Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Snapshot-Vorstellung auf meinem Kanal. Yo, diese Woche sind Snapshot 19W45 und ja 45A und B rausgekommen und es gibt ein paar kleine Changes, die nicht weltbewegend sind, aber doch vorstellenswert irgendwie. Wie auch immer. Also folgendes. Sollten jetzt weniger Crashes kommen, also das Spiel kann jetzt weniger abstürzen, laut den Entwicklern. Ein paar Leistungsverbesserungen, wie das von vorherigen Snapshots auch gewohnt ist, gibt es auch. Und dann wieder haufenweise unnötiger Bugfixes, also sie sind zwar notwendig, aber nicht der Rede wert. Und dann wurde noch was aus der Bedrock Edition in die normale MC-Version gebracht. Also das hier ist die Origin-Version von Minecraft. Also Java Edition. Wir brauchen Planks. Ich nehme jetzt mal einen Stack Planks. Denn den Komposter, der hat jetzt ein neues Rezept bekommen. Vorher musste man das mit, ich glaube, mit normalen Planks und Zaun machen. Jetzt muss man hier so ein, ich sag mal, Boot formen. Beziehungsweise Minecraft. Mit halt Planks. Und daraus kriegt man dann halt einen wunderhässlichen Komposter. Genau. Das ist die erste Änderung. Und die zweite Änderung ist bei... wo haben wir sie? Bienen. So. Wenn eine Biene hier lostuckert und zum Beispiel jetzt... Ich setze jetzt einfach mal... hier nochmal eine Biene. Wenn die jetzt losfliegt, dann wird die von sich aus gesehen in alle Richtungen 10 Blöcke um sich herum so Pflanzen suchen, die sie nicht verspeisen, die sie bestäuben kann. Ich nehme mal hier die da und Bienen folgen immer noch dem Spieler, wenn er eine Pflanze in der Hand hat. Ich setze hier mal so eine 9er Reihe von Pflanzen hin und die Biene sollte jetzt demnächst kapieren, dass sie sich da drauf setzen soll. Des Weiteren, diese ganz großen Blumen, diese Doppelblockblumen, müssten sich auch im Dekotab befinden. Muss ich kurz mal suchen. Die hier. Diese Blumen. Die zählen ab sofort ebenfalls als bestäubbare Blumen. Das heißt, Bienchen können diese auch verwenden, um halt Honig zu generieren. Ja, findest du mich nach Hause? Ich baue mal hier ein bisschen was ab. Die sollten auch eigentlich eine bessere KI haben, um zu finden, was sie suchen. Also eigentlich sucht die jetzt hier nach so einem Nest, aber sie scheint es offensichtlich nicht richtig getrackt zu haben, dass da ein Nest ist. Oder sie ist irritiert. Müsste jetzt eigentlich gleich in das Nest da reinfliegen. Oder auch nicht. Das ist jetzt einfach mal nichts. Weiter, die dürfte dann hier hinten die Blumen finden. So. Na komm. Ja. Sieht ein bisschen strange aus. Aber Wurst. Wo ist die andere? Die andere Biene ist... Ja, die hat kapiert, wo sie hin muss. Huch,
dann kriegt man jetzt offensichtlich, ist es Bug? Moment, wenn ich den jetzt abbaue, wenn ich den abbaue, ich glaube, das ist ein Bug. Okay, das heißt, wenn man diese Dinger hinsetzt beziehungsweise abbaut, dann kriegt man die wieder. Und dieses Bienchen dürfte jetzt auch gleich kapieren, wo hier das Eingängchen ist, wenn sie denn schlau genug ist. Was sie offensichtlich nicht ist. Deshalb muss ich hier mal kurz den Baum ein bisschen verunstalten. Geh da rein. Geh da rein. Du bist eine dumme Biene. So, jetzt hat sie es endlich kapiert. Ja, das so viel zum Snapshot. Wenn es in den nächsten Tagen einen neuen Snapshot gibt und es was Wissenswertes gibt, werdet ihr das nächsten Montag oder an einem anderen Tag, das entscheide ich immer spontan, bei mir erfahren. Und ja, falls euch meine Vorstellungsvideos gefallen und andere Videos von mir, dann schaut doch gerne mal bei anderen Projekten wie der Redstone Strandvilla vorbei. Liken und Abo könnt ihr vielleicht auch mal da lassen, wenn ihr das möchtet. Das ist mir Wurst, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und ja, dann bis zum nächsten Snapshot oder mehr. Ciao, Leute.